Willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Wir sind auf der Dachterrasse. Hatten hier eben gerade noch einen Bosskampf gegen Bulusus. Haben wir gewonnen und damit jetzt 37 Buhu-Geister. Und es gibt hier jede Menge Pflanzen. Die wollen wir doch alle gießen. Allerdings auch nicht ohne Grund, denn hier gibt es jede Menge. Und damit meine ich jede Menge Kohle. Jede Pflanze hat Items und aha. Wir haben noch nicht mal so viel Wasser. Wir müssen immer neues Wasser holen. Ich hoffe, das wird euch nicht schocken. Ein, das ist kein Rubin, aber es ist rot. Jetzt muss ich trotzdem euch alle nochmal begießen. Ich bin mir unsicher. Und da habe ich kein Wasser mehr. Ja, das werdet schon ihr alle gewesen sein. Wir müssen uns neues Wasser holen. Das müssen wir jetzt sogar ein paar Mal machen. Aber ich mache das mit euch live, denn nur live ist live. Life is life. Na 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 na. Life is life. Na 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 na. Wow. Und nix hier weg hier. Blöder Giftpilz. Wir holen uns Wasser. Das ist schon mal. Das steht fest hier. Das steht fest. Gibt's hier vielleicht was? Oh, die ist ja noch zu. Ja, das kriegen wir erst zum Ende, die Tür, das weiß ich wieder. Muss ich immer ins Bad laufen da oder was? Was gibt's denn hier Schönes? Energy. Und hier? Geld. Ja. Wollte ich mal so erwähnt haben. Hier haben wir Wasser. Da müssen wir immer den Weg gehen. Hey, ist ja furchtbar. Da sind ja halt noch echt viele Pflanzen, ne? Life is life. Na na. Luigi is Luigi. Mario. 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 So, Leute, was soll ich euch großartig sagen? Es gibt ja Leute von euch, die kennen das Spiel und manche kennen das Spiel nicht. Und für die, die es nicht kennen, ja. Tja, 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 tja. Tja. Gleich kommt etwas. Ja, ich finde das ekligste, die ekligste Stelle im Spiel, kann man sagen. Beide, gut. Da haben wir hier noch Pflanzen. Ebenfalls weiter. Wow, nicht runterfallen da. Boah. Ein Saphir, der mich ärgern will. Echt, das waren beide? Ah, dann ihr. Nun, Herzchen, bist bescheuert. Komm schon, es reicht. Nicht. Einmal müssen wir uns noch Wasser holen. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Es gibt keine größere Herausforderung im Spiel als den A-Rang. Und das wird man sehen. Das wird man sehen, Leute. Der A-Rang, ja. Ich glaube nicht dran, aber es ist mein Ziel. Es sind 100%, weil ich euch alles zeige. Jeden Buhu und jedes Käsestück und so weiter. Und jeden Geldgeist. Aber ob es dann im Endeffekt auch ausreicht. Normal müsste es, weil 100% ist ja alles, aber... Erst in der versteckten Villa kann man dann halt die härteren Edelsteine bekommen. Aber irgendwie habe ich nie Bock auf die versteckte Villa. Niemand hat Bock auf die versteckte Villa. Ich weiß nicht. Das ist einfach der Hard-Modus. Die Geister sind schwerer zu fangen, man hat weniger Herzen und so weiter. Könnte ich natürlich auch machen. Theoretisch. Aber ich habe keinen Bock drauf. Und alles nochmal zu zeigen. Spiegelverkehrt, ja. Na und? Na und? Juckt mich doch nicht, ob Spiegel verkehrt ist. Los geht's. Kommen die letzten Gießen. Ich habe schon ein bisschen Angst. Man darf der Tür noch nicht zu nahe kommen. Ihr wisst ja, da vorne gab es eine Tür, die sich öffnet, weil wir jetzt den passenden Endboss-Schlüssel haben. Ich habe aber Schiss, du. Ich habe Schiss. Ich will da noch nicht in die Nähe. Ich habe Angst. Erste Mo, ganz hinne. Der da. Nur ein bisschen Kleinkram. Aber das macht auch Mist. Jetzt haben wir dich. Nur Münzen. Na ja, gut. Geldscheine. War das die letzte Pflanze? Auch nicht ganz. Hier stehen aber zwei.
Nur hier gibt's immer noch eine Pflanze. Oh. Nochmal den Weg gehen. Ich habe jetzt aber keinen Bock zu schneiden, Leute. Nee, nee. Schneiden tue ich nicht. Nur ins eigene Fleisch. Damit könnt ihr mehr Freizeit mit mir verpingen. Ja. Das Let's Play wird mehr Parts haben, als wenn ich hier jeden Weg schneide. Ja. Okay, dann verrate ich euch schon mal, was gleich abgehen wird. Und zwar gibt's einen Blitzeinschlag und das ganze elektronische Licht im Haus ist einfach Fujikapito. Und man muss die Sicherung wieder einschalten. Ja. So viel dazu. Allerdings bewirkt das auch anderes. Man sollte nicht direkt das einschalten, sondern man kann im Haus die Käsestücke etc. alles nochmal versuchen. Und es gibt zwei Sachen, zwei Geister, die man in der Tat erst bekommen kann, wenn das Licht auch wirklich aus ist, also durch den Blitz. Eins im Musikzimmer und eins im Kinderzimmer bei Louis. Ganz einfach, weil die Geister da schon waren und da sind jetzt die Geldgeister. In Louis Bett und im Klavierhocker. Da werden wir dann hingehen, aber es ist eine Qual, durchs Haus zu gehen, wenn das Licht aus ist, denn die Geister haben ja freie Bahn und Nerven, ey. So, im großen Bogen um die Tür. So, das ist die letzte Pflanze da. Nochmal ein Goldbarren. So. Damit haben wir es, Leute. Die Tür öffnet sich und ist breit. Nur da haben wir es. Bullshit! Oh my fucking God! Ach ja. Grausame Geschichten. Das ist eine Katastrophe. Der Strom ist ausgefallen. Die Geister haben freie Bahn. Okay, wir gehen erstmal einfach weiter. Wir waren ja eh schon hier. Achtung, Fake-Türen. Oh, nur links und rechts, okay. Gehen wir erstmal nach ganz hinten. Nein, das ist nicht mein Real-Life-Telefon, das ist hier. Gruselig. Geh mal dran. Hallo? Hallo? Darf ich fragen... Nee. Hallo? Darf ich fragen, wer dort spricht, bitte? Ich bin Luigi oder Bowser im Apparat. Kreisch! Aufgelegt. So, nochmal das Ganze. Hallo? Darf ich fragen, wer dort spricht, bitte? Luigi? Ich spreche tot. Ich bin froh, keine Ahnung, was ich getan hätte, wenn am anderen Ende ein Geist gewesen wäre. Tja. Ich habe schreckliche Angst. Okay, Leute, ich muss kurz Pause machen. Da bin ich wieder und das Telefon klingelt erneut. Diesmal ist nicht Toddy Boy dran, sondern... Spannung pur. Hallo? Hallo? Jemand da? Entschuldige die Überraschung, ich bin's, Professor Igitt. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Normalerweise benutze ich ja den Gameboy Horror, doch diesmal habe ich das Telefon benutzt, da du in diesem Raum bist. Ja, was ich auch mal sagen wollte, warum, seit wann hat Todd eigentlich ein Telefon am Eingang? Naja. Du weißt ja, dass alle Geister das Licht meiden und Dunkelheit, jetzt pass auf, der Geist, bla bla bla. Onkel Bitterlich, ja. Er hält sich gerne in Räumen mit Spiegeln auf. So, jetzt geht die Party in diesem Raum ab hier. Ich bin bereit für alles. Von euch kleinen Quälgeistern, Wortwitz. Okay, auch du bist jetzt fertig. Das glaubst du aber hier. Und du? Gleich die nächste hinterher, warum nicht? Noch jemand? Ich habe gehört, dass sich die Dinger wieder aufgetan haben. Naja. Recht merkwürdig, das Ganze hier. Eine große Truhe. Mit nichts drin. Irgendwie ist hier gar nichts. Merkwürdig. Kein Buhu, kein Geld, nichts. Das nicht skurril ist. Na gut, das Licht kann ja eh nicht angehen.
Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Eine verschlossene Tür. Dann gehen wir jetzt vor allen Dingen mal in die Bereiche, die ich erwähnt habe. Und zwar Musikzimmer und Kinderzimmer. Hier am besten einfach Gas geben. So. Jetzt werdet ihr hier gleich merken, wo es hängt. Und zwar Geist. 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 Wenn wir sie alle einmal anleuchten, dann sind sie alle weg. Also nichts wie weg hier. Oh Mann, ey. Ich hab gedacht, ich entkomme noch rechtzeitig. Hilfe. Und so ist es jetzt in der ganzen verdammten Villa. Wie komme ich denn am besten zum Musikzimmer? Mal überlegen. Am besten wir flüchten einfach mal ins Foyer. Hier sind wir schon mal nicht verkehrt. Moment mal, Musikzimmer war doch im Erdgeschoss, oder? Da, wo wir uns jetzt hinbegeben. Richtig! Also liegt relativ auf dem Weg, das Musikzimmer. Im Klavierhocker hockt ein Geist. Das war doch hier, ganz genau. Oh Mann, ey. In jedem verdammten Raum. Alle anleuchten, so, und jetzt der Geldgeist. Nein, bitte versaut mir die Show nicht jetzt. Hallo? Geldgeist? Ich glaube... Irgendwie stört ihr mich alle. Ich krieg den. Wenn das das Letzte ist, was ich tue. Ich kann die anderen halten. Ich kann euch doch nicht alle einsaugen. Wo lebe ich denn? Dann versuche ich's. Meine Fresse. Hallo? Es ist nicht gut hier. Wie soll ich den denn kriegen? Jetzt mal ernsthaft. Da hatte ich ihn. Fast. Alle sind weg. Jetzt komm. Ich such den Geldgeist. Nee, der ist jetzt für immer weg, oder was? Werde ich dann irgendwann nochmal versuchen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ach Leute, ich beende den Part jetzt, weil, keine Ahnung, alles scheiße, alles Mist. Bis dann und ciao.